The thief in the temple. Escapism in the pre-apocalyptic era. Hallo und willkommen zu dem Podcast im Schatten. Dies ist eine weitere Folge von Der Dieb im Tempel, Eskapismus in der präapokalyptischen Ära. Hier erwartet dich eine weitere Dosis Weltflucht, Kunst, Misanthropie, Melancholie und Depolarisation im Zeitalter des narzisstischen Schwätzers. Und wer hätte gedacht, dass ich das eines Tages sagen werde? Aber dies ist eine finstere, schmutzige Nische, die garantiert KI-frei ist. Hier wird noch manuell mit einem abgerockten, altmodischen Homo sapiens-Gehirn gearbeitet. Ich habe Jahrzehnte meines Lebens minutiös daran gearbeitet, meinen Intellekt mit Hilfe einschlägiger Hausmittel derartig abzuschleifen, zu reduzieren und nachhaltig zu verkleinern, um nun imstande zu sein, zu dir leicht verständlich sprechen zu können. In letzter Zeit habe ich weniger Bücher gelesen und dafür mehr Filme geschaut. Das liegt sicherlich daran, dass ich seit einem Jahr an meiner Top 100-Liste arbeite und somit eine Menge Filme erneut, aber auch zum ersten Mal anschaue. Deshalb ist die heutige Episode dieses Podcasts nur Filmen gewidmet. Und alle drei Filme, die ich heute besprechen werde, liegen sehr sicher in meiner Top 100-Liste. Also, legen wir mal los. Es gibt viel zu sagen. Film Talk. Let's pick a movie apart and geek out about it. Heute möchte ich mich dem fünften Film von Juzo Itami zuwenden, der 1990 mit dem Titel Ageman erschienen ist. Der Film trägt im englischen Sprachraum den Untertitel Tales of a Golden Geisha, die Erlebnisse der goldenen Geisha. Und tatsächlich entführt uns Itami in die Welt der Geishas. Doch wer nun rosarote Sakura-Fantasien erwartet, wird sich wundern. Doch der Film ist zugleich auch eine typische, etwas schwarze Komödie der Marke Juzo Itami. Und so muss man auch nicht fürchten, dass dies eine zermürbende Horrorshow wird. Vielmehr erleben wir einen vertrauten Mix aus Charme, Peinlichkeit, Chauvinismus, gepaart mit natürlichem und sichtlich unprätentiösen Humor. Der Film ist durchaus spöttisch und nimmt die Eliten auf die Schippe. Für Itami gab es wohl drei Gesellschaftsgruppen, die er nicht sehr mochte und über die er sich gerne lustig machte. Politiker, die Yakuza und buddhistische Priester, wobei letztere er eher amüsiert zur Kenntnis nahm und gerne als unbescheidene, geldgeile Bischöfe des Buddhismus porträtierte. War der Priester in Itamis Debütfilm Ososhiki noch ein unbescheidener, geschwätziger Exzentriker, ist der buddhistische Priester in diesem Film ein steinreicher, Rolls-Royce-fahrender Lüstling, der sich vorzugsweise eine 50 Jahre jüngere Konkubine hält. Zugleich wird aber deutlich, dass Itami das für vernachlässigbar hält. Sein dicker, bebrillter Mönch, der mit Vorliebe unsere Protagonistin befingert, ist letztendlich nur ein harmloser Lüstling, dessen destruktive Energie gering ist. In diesem Film werden es die korrupten Politiker sein, die das Fett abkriegen. Und mit ihnen die japanische Geldelite, die zwar über ungeheure Macht, Mittel und Seilschaften verfügt, sich jedoch bei näherem Hinsehen als ein Haufen knabenhafter Schwächlinge herausstellt. Im Mittelpunkt der Geschichte ist erneut Juzo Itamis wundervolle Ehefrau, die stets gigantische Schauspielerin Nobuko Miyamoto. Nobuko war bei den Dreharbeiten zu diesem Film bereits 45 Jahre alt und auf den ersten Blick viel zu alt, um eine Frau zu spielen, die in die Wirren der Geisha-Prostitution und die Machenschaften der Reichen und Mächtigen hineingezogen wird. Doch das Kino ist ja auch ein Platz, wo man es lernt zu träumen und somit auch eine gewisse Skepsis zu dimmen. Und das gilt doch heute mehr denn je bei all den überzeichneten und absurden Stoffen, die da veröffentlicht werden. Somit ist das Alter der Schauspielerin ein Detail, an dem man sich kaum abarbeitet. In all dem Tohuwabohu dieses Films geht dies relativ schnell unter. Dazu trägt sicherlich bei, dass dieser Film die Geisha-Kultur in der Moderne zeigt. Und das bedeutet zugleich auch, dass diese Tradition auch ein wenig auf den Hund gekommen ist. Im Klartext,
Die Geisha Nayoko hatte es die ganze Zeit nur mit Knackern zu tun, die im Schnitt 70 oder 80 Jahre alt sind. Jüngere Jahrgänge aus der Finanzwelt verbringen ihre Freizeit anders. Und deshalb fällt Nobuko Miyamotos Alter überhaupt nicht auf, weil im Vergleich alle trotzdem 30 Jahre älter sind. Irgendwann bekommt man den starken Eindruck, dass das Kimono und die traditionelle Kleidung einer Geisha deshalb so kompliziert und mit mindestens 5 Knoten versehen ist, damit es für den Mann nicht so leicht ist, sie zu vergewaltigen. Und Juzo Itami macht keinen Hehl daraus, dass die Geisha-Kultur, so wie sie im Mainstream vermittelt wird, nur eine dicke Schicht aus Puderzucker ist, unter der sich einfach alte, schmierige Lüstlinge verbergen, die eine halb so alte Frau besudeln möchten, doch zugleich eben ein kulturelles Feigenblatt brauchen. Denn Männer ihrer Statur können nicht einfach zu Prostituierten gehen. Aber ein traditionsreicher Überbau macht es dann eben doch möglich. Zugleich aber macht sich Itami überhaupt nicht über Geishas selbst lustig. Es ist mehr deren Kundschaft, die er auf dem Kieker hat. Aber seine Protagonistin gibt den Beruf relativ bald auf, da ihr buddhistischer Gönner und Pussygrabber stirbt und ihr in rührender und sichtlich pederastischer Dankbarkeit ein kleines Vermögen hinterlässt. Nayoko hängt also den Kimono an den Nagel und zieht in die große Stadt. Sie wird eine lässige, mundäne Frau, die sich schließlich einen Job als Sekretärin in einem Privatbankhaus angelt. Bald wird klar, dass die Welt eines lüsternen alten Priesters recht harmlos ist, verglichen mit den sozialökonomischen und moralischen Abgründen, die sich nun vor uns und vor der stets etwas naiven Nayoko auftun. Da ist auch eine gewisse Ambivalenz im Spiel. Der erste Sex, den Nayoko und der alte Priester hatten, war eine recht abscheuliche Angelegenheit. Und obwohl sich die Erbschaft und der Auszug der Geisha für uns wie ein innerer Befreiungsschlag anfühlen, blickt die unverhoffte Erbin doch in tiefer Dankbarkeit auf den alten Priester zurück und hat in ihrer neuen Wohnung immer sein Foto auf dem Tisch. Nayoko sieht diese Dinge also vermutlich etwas anders als wir. Damit kommen wir aber auch zu dem Titel des Films, Ageman, und der Bedeutung dieses Namens und weshalb der Film in Deutschland mal unter dem Titel Geisha des Glücks lief. Der alte buddhistische Liebhaber hatte sein Liebchen nämlich zu einem Talisman verklärt. Japan erweist sich hier als eine Kultur, in der pragmatischer Materialismus und geradezu bizarrer Aberglaube Seite an Seite existieren. Es spricht sich somit schnell rum, dass Nayoko eine Ageman ist, eine Frau, die Männern Glück bringt. Das sei eben etwas Besonderes. Die abergläubischen Männer steigern sich in die Idee rein, dass sie ein Glücksbringer ist, wenn sie mit ihr schlafen. Somit mangelt es Nayoko nicht an hochgestellten Verehrern, doch sie erweisen sich zumeist als extrem schmierige Liebhaber. Sie haben keine Scheue, sie zu einem Objekt ihres Aberglaubens zu reduzieren. Und obwohl Nayoko ihr Leben als Geisha hinter sich gelassen hatte, behandeln sie die Männer weiterhin, als wäre sie ein Liebchen, das man herumreichen kann. So verfällt Nayoko schnell in alte Muster und dazu gehört, sich erneut in die schützende Einflusssphäre eines steinalten Mannes zu begeben. Und diesmal ist es eine wahrhaftig mächtige Gestalt der Politik, der schrullige, hedonistische Lustkreis Senbu Okura, extrem humorvoll dargestellt von Shogo Shimada. Der will seine Karriere als Königsmacher beenden und für seine Partei den nächsten Premierminister stellen. Und Nayoko und Senbu Okura verbindet dann eher eine innige Freundschaft als eine unmittelbare, schmierige Liebschaft. Für eine Weile fragt man sich fast, ob denn Juzo Itami uns glauben machen möchte, dass an diesem ganzen Aberglauben etwas dran ist. Denn blickt man auf die Geschichte, erleben jene Männer, die mit Nayoko Sex haben, tatsächlich beachtliche Glücksschübe ihrer Karrieren und ebenso dann auch das jähe Ende dieser Glückssträhne, wenn die einseitigen Beziehungen wieder zu Ende gehen. Doch schon bald wird deutlich, was hier eigentlich los ist. Nayoko hat eine ausgeprägte Eigenschaft. Sie besitzt nicht nur eine recht strahlende und einnehmende Persönlichkeit, sondern auch eine starke Gabe der Mutmachung und Ermunterung. Sie macht gute Laune und flößt einem Mann bei den typischen Bettgesprächen, die nach dem Sex so stattfinden, Vertrauen und Zuversicht ein.
Denn relativ schnell wird klar, dass viele dieser Männer einfach nur große Babys sind. Sie sind nicht nur recht scheinheilige Gesellen, all diese Banker und Politiker, die sie umschwärmen, sie sind auch noch ziemliche Schwächlinge und in ihrer Männlichkeit geradezu infantil. In Nayokos Armen fühlen sie sich stark und für einige Tage ist ihr Ego aufgebläht genug, dass sie zuversichtlich ihre Aufgaben stemmen können. Die Dinge geraten aus dem Ruder, als Nayoko an den Schürzenjäger und Geschäftsmann Mondo Suzuki gerät, gespielt von Masahiko Tsugawa, der bereits den Chefsteuerfahnder in A Taxing Woman spielte. Mondo Suzuki ist nur an ihren Talisman-Eigenschaften interessiert und ist sich dabei nicht zu schade, ihr allerlei Liebeserklärungen ins Ohr zu säuseln. Doch Mondo hat nur zwei Interessen im Leben: aggressiv die Karriereleiter hochzusteigen und so viele Frauen wie nur möglich zu besteigen. Die beiden begegnen sich zum ersten Mal auf eine seltsame Art und Weise. In einer typischen überfüllten U-Bahn verfangen sich die Knöpfe ihrer Mäntel, was Nayoko so deutet, dass der fremde Mann ein Chikan ist, ein Lüstling, der Frauen in Metros unzüchtig anfasst und dabei das Chaos in den Waggons benutzt, um unbemerkt zu bleiben. Ein japanisches Phänomen, über das schon viel geschrieben wurde. Mondo Suzuki kratzt dieser Vorwurf sichtlich am Ego, hält er sich doch für den einen Mann, der so etwas niemals nötig hätte, da er doch in Wirklichkeit jede Frau haben kann, die ihm über den Weg läuft. Die beiden werden natürlich ein Paar. Miyamoto und Tsugawa haben eine großartige Leinwandpräsenz und eine sagenhafte Chemie, die an kritische Masse kurz vor der Explosion erinnert. Nayoko macht den Fehler, sich in Mondo Suzuki zu verlieben, was der notorische Verführer natürlich mit den Füßen zertrampelt. Das führt bei Nayoko sogar so weit, dass sie desillusioniert ihren Job in der Bank kündigt und zurück zu ihrer Profession als Geisha zurückkehrt, was der alte Sanbu Okura nur allzu gerne unterstützt und ihr sogar einen eigenen Okia finanziert, also jenes typische Gasthaus, in dem die Geisha ihre Gäste unterhält. Dies ist also kein eigentlicher Karriererückschritt für Nayoko, die als junge Geisha nur ein Mädchen von vielen war, hier aber ihre eigene Chefin sein kann. Das Faszinierende ist auch, dass der Film sich während seiner Laufzeit durchaus auch wandelt und zunehmend zu einem Politstück über Macht und grenzenlose Korruption wird. Ein zentrales Thema in vielen Filmen von Juzo Itami, der offensichtlich keine hohe Meinung von Politikern hatte. Vielleicht ist er deshalb einer meiner Lieblingsregisseure, da ich genau diesen Blick auf die unbelehrbare politische Klasse teile. Liest man heute generelle Beschreibungen der Geisha-Kultur, so wird man doch sehr mit der Beteuerung konfrontiert, dies hätte so gar nichts mit der Prostitution zu tun. Itami reißt dem durchaus ein wenig die Maske runter und sagt, das ist ziemlicher Bullshit. Dabei sind in unserer Kultur ähnliche Phänomene bekannt. In der Welt der antiken Griechen gab es Hetären und Pornes und allen war diese Unterscheidung sehr wichtig, weil die Hetären ein kulturelles Feigenblatt für die Tatsache boten, dass verheiratete Männer sich damals lieber mit Dirnen als mit ihren Ehefrauen niederlegten. Und im 19. Jahrhundert waren in Europa allerlei Formen des Konkubinats gesellschaftlich geduldet, solange man einen Hauch von Diskretion drüber behielt. Doch solche Verhältnisse waren stets nur eine Armlänge von der Prostitution entfernt. Emile Zolas Roman Nana aus dem Jahr 1880 ist damit direkt artverwandt mit Juzo Itamis Ageman, wenn auch Itamis Herangehensweise weniger tragisch und mehr zynisch und somit auch humorvoll ist. Aber trotz seiner komischen Momente und einer leichtherzigen Erzählart ist es nicht die Absicht des Regisseurs, die Zuschauer optimistisch zu entlassen. Dies ist eigentlich kein Wohlfühlkino, ungeachtet all des Humors und all der Gags. Es ist ein zynisches Porträt des Patriarchats. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass in meinem Universum Begriffe wie Zynismus und Misanthropie nicht negativ besetzt sind. Der Film zeigt, dass mächtige Männer nur infantile Knaben sind, die noch nicht mal die eigene Männlichkeit im Griff haben. Wer sich mit dem griechischen Ödipus-Mythos auskennt, mag sich an dieser Stelle an König Laios von Theben, den Vater von Ödipus, erinnert fühlen, der den jungen Wagenlenker Chrysippos zu seinem Liebhaber macht. Dies ist also eine Welt von Männern, die sich eindeutig für klüger halten, als sie es eigentlich sind. Männern, die dabei Frauen wie Gegenstände und Glücksbringer behandeln und Männer, die sich als unbelehrbar erweisen.
Ähnlich wie am Ende von A Taxing Woman 2 macht Juzo Itami deutlich, dass sich dies nicht ändern wird und dass reiche Schurken und reiche Flegel immer davonkommen werden. Wir mögen alle paar Jahrzehnte immer einen von ihnen symbolisch in irgendein Gefängnis mit einem Golfplatz stecken, doch wir tun das nur, weil wir wissen, dass der Rest von dieser Bande unbescholten bleibt. Das hier ist eben keine Hollywood-Geschichte, deren Filme seit 50 Jahren optimistisch versprechen, dass sich die Reichen und Mächtigen bessern werden. Um den barocken Dichter Luis de Góngora zu zitieren, «Da vienes fortuna, que no están escritos». Paraphrasiert, das Glück gehorcht keinem Regelwerk. Und weiter unten sagt der spanische Dichter, »Und in einem verarmten Dorf hat ein hungriger Bursche ein Ei gestohlen. Für dieses Verbrechen baumelt er nun an der Sonne, während ein anderer mit tausenden Verbrechen davonkommt.« Und damit wird auch deutlich, dass uns diese Filme durchaus einen Spiegel vorhalten, Komödie hin oder her. Die Frage dabei lautet, wieso haben wir, die Menschen der modernen Welt, zugelassen, dass solche infantilen Schwächlinge, rückgratlose Speichellecker, unmoralische Heuchler, Trickbetrüger mit Ellbogenmentalität, psychopathische Egomanen und oft mäßig intelligente Hasardeure und wie sonst man noch die Klasse der Reichen beschreiben möchte, an die Macht kamen und fortan die Geschichte dieses Planeten bestimmen. Warum haben wir ruchlose, infantile Schwächlinge, die nicht mal eine Woche in einem normalen Job überstehen würden, an die Macht gelassen? Und weshalb haben wir selbst diese Macht stets abgegeben? Du könntest die Stirn darüber runzeln, weshalb sich Nayoko prostituieren lässt. Doch die schwerwiegendere Frage lautet, was ist mit dir los? Und welche Art von Hurerei legst du täglich an den Tag, damit die Miete in deiner Lieblingsstadt bezahlt und der Zugang zu Netflix gewährleistet ist? Somit, falls ein Juzo Itami-Film in dir auch einen bitteren Beigeschmack hinterlässt, vergiss niemals, dass das volle Absicht ist. Film Talk. Let's pick a movie apart and geek out about it. Der 1954 produzierte Film Rear Window, auf Deutsch Das Fenster zum Hof, ist ein berühmtes Meisterwerk von Alfred Hitchcock und einer von zwei Hitchcock-Streifen, die in meiner Top 100-Liste meiner Lieblingsfilme ist. Rear Window markiert den Beginn einer spezifischen Phase in Hitchcocks Schaffen, die mindestens 4 oder 5 Filme abdeckt. Und während ich mir Gedanken darüber mache, wie ich die Rezension dieses Films aufziehen soll, wird mir doch zunehmend bewusst, dass das Medium nur schwerlich der Tragweite gerecht wird, die mit Hitchcock in den Mittelpunkt der Präsentation rückt. Somit, ich werde darauf achten müssen, dass ich mich nicht in endlosen Seitenstraßen verzettle. Der andere Film, den ich in meiner Top 100-Liste halte, ist To Catch a Thief, auf Deutsch Über den Dächern von Nizza. Ein Film, der in dem darauffolgenden Jahr 1955 herauskam. Dies scheint also eine spezifische Ära in seinem Schaffen zu sein, die mich anspricht. Zumindest finde ich, dass Hitchcock in den Jahren 1954 und 1955 visuell auf dem Höhepunkt seines Schaffens war. Beide Filme, Rear Window und To Catch a Thief, sind etwas, was ich vielleicht als fotografische Filme bezeichnen würde. Also Filme, wo man fast wahllos auf die Pause drücken kann und das dabei entstehende Freeze Frame ist zumeist ziemlich posterwürdig. Falls wir uns bis dahin nicht alle in die Luft jagen, wird Rear Window nächstes Jahr seinen 70. Geburtstag feiern. Viel wurde in all der Zeit über den Film gesagt, dass ich mich fast wundere, was ich noch hinzufügen kann. Ich habe hier eine moderne Blu-ray mit einer visuell erstaunlich frischen Version des Films, mit toller Schärfe und betörenden Farben. Das war nicht immer gegeben. Im Fernsehen konnte man Versionen in allerlei Qualität zu sehen bekommen. Aber das hier ist einer der Filme, die einer sehr aufwendigen Restaurationsarbeit unterzogen wurden. Ich lese erstmal gewohnt die Rückseite meiner Filmbox, sozusagen den Teaser zum Film. Bis zu seinem Beinbruch bereiste der New Yorker Pressefotograf L.B. Jeffries, gespielt von Oscar-Gewinner James Stewart, die ganze Welt. Jetzt ist er an einen Rollstuhl gefesselt und muss erleben, wie seine Welt auf die Größe eines Fensters schrumpft, von dem aus er heimlich seine Nachbarn beobachtet. Auf diese Weise vertreibt er sich nicht nur die Zeit, sondern erfährt auch immer mehr über die Menschen von nebenan.
Als Jeffries einem durchtriebenen Mörder auf die Schliche kommt, will er den Fall zusammen mit seiner Verlobten Lisa, Oscar-Preisträgerin Grace Kelly, aufklären und bringt damit sie und sich selbst in höchste Lebensgefahr. Mit einem klassischen Thriller, dessen Drehbuchautor John Michael Hayes den renommierten Edgar Allan Poe Award erhielt, schuf Kultregisseur Alfred Hitchcock eines seiner spannendsten, bekanntesten und unterhaltsamsten Werke. Soweit der Teaser auf der Blu-ray-Box. Der Film basiert ansonsten auf einer psychologischen Kurzgeschichte von Cornel Woolrich, die eine wirklich ganz andere Atmosphäre besitzt. In der Story, die sich allerdings in England abspielt, geht es um zwei Männer. Einer der beiden Männer beobachtet heimlich den anderen Mann und macht sich dazu seine Gedanken. Und Hitchcocks Film hingegen ist ein recht vielfältiges Bouquet aus Schicksalen, die ansonsten wenig miteinander zu tun haben, außer der Tatsache, dass sie sich alle denselben Hinterhof einer Mietshausgruppe in Greenwich Village in Manhattan teilen. Hitchcock antizipiert damit recht überzeugend unsere eigene Ära heute, die zwar sehr viel vom globalen Dorf schwafelt und dass wir uns alle irgendwie lieb haben, doch die auffälligsten Merkmale unserer Wertegesellschaft bestehen oft darin, dass in einer fahrenden U-Bahn eine Frau belästigt oder ein Mann zu Tode geprügelt wird, während niemand eingreift. Die mehrheitliche Gruppe hat heute Angst vor dem Einzeltäter, weil niemand aufstehen möchte, um den ersten Schlag einzustecken. Es ist die Konsequenz einer Gesellschaftsform, in der zumeist in äußerst kapitalistischer Manier der Individualismus angepriesen wurde und die letztendlich einen befremdlichen Isolationismus geschaffen hat. Wir tun so, als wären wir ein Netzwerk aus Bürgern, die sich in der Not unter die Arme greifen, bis dieser Zustand auf den Prüfstand kommt. Dann stellen wir schnell fest, dass wir alleingelassen sind und es schon immer waren, während alle anderen verängstigt wegsehen. Immer schön den Kopf gesenkt halten. Empören tun wir uns dann heimlich mit der Fernbedienung in der Hand oder anonym mit dem Handy in der Hand. Doch das ist nur ein schemenhaftes Hintergrundmotiv von Rear Window. Aber es gibt Momente im Film, die deutlich machen, dass Hitchcock dies sehr zynisch sieht und möglicherweise etwas misanthropische Tendenzen hat. Dennoch ist es faszinierend, diese Themen in einem 70 Jahre alten Film zu sehen, gedreht in einer Zeit, die oft als die gute alte Zeit angepriesen wird, also als die Nachkriegszeit, beseelt von konservativen Werten und einem Gemeinwesen, das sinnstiftend ist und Zusammenhalt übt. Hier sehen wir jedoch Individuen in unterschiedlichen Stadien ihrer Isolation und teilweise großer Vereinsamung. Nicht nur. Das Ganze ist mehr wie ein Karussell der menschlichen Gefühle und der sozialen Zustände. This is the scene of the crime. A crime of passion, filmed in a way you have never seen before. And as no one else would dare attempt, but the screen's master of suspense, the producer-director who shocked the world with Psycho. This is the apartment of a man named Jeffries, a news photographer whose beat used to be the world. Right now, his world has shrunk down to the size of this window. He's been watching the people across the way. Nobody seems to pull their blinds during a hot spell like this. He knows a lot about them by now. Too much, perhaps. For instance, down there on the second floor, the woman pacing about. He calls her Miss Lonely Hearts. So lonely that even death seems like a friend. These are the newlyweds, on a honeymoon no one will ever forget. He calls her Miss Hearing Aid, an artist of a very odd and strange art. The songwriter, who plays the same melody over and over again. A genius or insane? This is the traveling salesman and his invalid wife. Out of their arguments and nagging comes a weird kind of love. Miss Torso, the body beautiful. That is, viewed from a safe distance. Those are just a few of my neighbors. First I watched them just to kill time, but then I couldn't take my eyes off them, just as you won't be able to. And you won't be able to take your eyes off the glowing beauty of Grace Kelly, who shares the heart and curiosity of James Stewart,
in this story of a romance shadowed by the terror of a horrifying secret. Es gibt diese unglaubliche Szene mit Miss Lonely Hearts, gespielt von Judith Evelyn. Dies ist eine Frau, die im Erdgeschoss wohnt, vermutlich bereits in ihren 40ern ist und sichtlich an Vereinsamung leidet. Sie versucht ständig, romantische Dates mit Männern klarzumachen und wird dabei fast in ihrer Wohnung vergewaltigt, was Jeffries und Lisa mit dem Gesichtsausdruck von zwei Rehen im Scheinwerferlicht beobachten. Später finden Jeffries, Lisa und Stella heraus, dass Miss Lonely Hearts, sie nennen sie so, weil sie ihren richtigen Nachnamen nicht kennen, dass Miss Lonely Hearts vermutlich Selbstmord mit Schlaftabletten begehen möchte. Doch was sollen sie tun? Sie behalten sozusagen die Hand auf dem Telefon, um gegebenenfalls die Polizei zu verständigen, machen ihre Entscheidung aber davon abhängig, was als nächstes passiert. Die Idee, rüberzugehen und mit ihr zu reden, ist dabei gar nicht auf dem Menü. Am Ende ist es ein Musikstück, das Miss Lonely Hearts das Leben rettet. Ohnehin wird in diesem Film noch mehr als woanders Alfred Hitchcocks tief sitzende Überzeugung sichtbar, dass Männer und Frauen letztendlich unterschiedliche Ecken des gesellschaftlichen Gefüges besetzen und überall dort, wo man sich um eine Überlappung bemüht, läuft es meistens schief. Heute mag das nicht mehr so brisant erscheinen, aber in den 50ern war das noch ein Thema. Und Hitchcock meint damit nicht, dass Frauen an den Herd gehören. Wir sehen in diesem Film ein halbes Dutzend Frauen aus sehr unmittelbarer Lebensnähe und nicht eine von ihnen mutet wie eine typische Hausfrau an. Hitchcock meint damit, dass es letztendlich zwei unterschiedliche Psychen sind mit sehr unterschiedlichen Motivationen und somit Erwartungen an das Leben. Und dass Männer und Frauen trotzdem ständig versuchen, ein gemeinsames Leben zu gestalten, führt dann unweigerlich zu allerlei Verstellungen und zu einer Verschleierung der eigenen Motive und Anreize. Damit kommen wir auch zu dem Narrativ und der grundsätzlichen Erzählform. Du hast vielleicht schon gehört, wie im Zusammenhang mit Filmen und Romanen das Motto Show, Don't Tell verwendet wird. Hierbei wird deutlich gemacht, dass Handlung nicht mit Monologen und Erklärungen überbrückt werden sollte, sondern im Falle von Film sich der Bildersprache bedienen soll, da der Film ein visuelles Medium ist. Heute ist auch mal die Rede von Exposition Dumps, also Filmen, in denen plötzlich 5 Minuten lang der Protagonist Dinge erklärt und erzählt, die wir, die Zuschauer, zwar nicht wissen oder wissen können, aber die eigentlichen Protagonisten wissen sollten und deshalb in Wirklichkeit nie so ein Gespräch führen würden. Sie sprechen zwar miteinander, aber indirekt sprechen sie nur zu uns, den Zuschauern, und versuchen uns ein weiteres Stück Handlung zu vermitteln. Häufig gilt das als schlechter Stil, man soll zeigen, was gemeint ist. Das ist die Kunst bei diesem Medium, sonst kann man sich auf Hörspiele im Radio beschränken. Rear Window ist ein großartiges Meisterwerk des Show, Don't Tell. Wir sind zusammen mit dem Protagonisten Jeffries die Beobachter von mehreren Schicksalen auf der gegenüberliegenden Seite des Hofes. Wir starren in ihre Wohnungen hinein, doch wir können sie nur sehen. Wir können ihre Unterhaltungen nicht hören. Und einige der Menschen leben allein und sprechen ohnehin nicht viel. Und alles, was wir über sie erfahren und verstehen, wird von den Darstellern gespielt, geradezu pantomimisch. Der Film ist also beinahe expositionsfrei. Er ist wie eine wundervolle Vernissage der dargestellten Lebensumstände. Wenn überhaupt die gezeigten Bilder von den Protagonisten kommentiert werden, so nur, um Fragen über die Deutung dieser Bilder zu stellen oder um sich gegenseitig bezüglich einer bestimmten Idee zu überzeugen. Der Kommentar ist dann aber keine Exposition, sondern treibt nur die Handlung voran. Denn die Geschichte hier findet auf 2 Ebenen statt. Da sind eben die stummen Ereignisse in den Wohnungen gegenüber, aber eben auch das Befinden von Jeffries und Lisa, die ein sichtlich ungewöhnliches Paar sind, das sich auf einem Scheideweg befindet und deren interne Dynamik als Liebespaar zunehmend von den Ereignissen auf der anderen Seite des Hofs beeinflusst wird. Da passiert also unglaublich viel, ohne dass zu maßlos viel geredet werden muss.
Zugleich ist dies einer dieser berühmten Filme, die im Grunde nur eine Location haben und dabei großartig funktionieren. Letztendlich ist das hier eine einzelne Kulisse, die im Filmstudio aufgebaut wurde. Der Film besitzt auch viele satirische Momente und auch die Vorstellung, da gäbe es einen Mann, also unser Protagonist Jeffries, dem sich Grace Kelly geradezu anbiedern muss, da er sich nicht so sicher ist, ob sie die richtige Freundin für ihn ist, ist letztendlich Satire. Grace Kelly galt in dieser Zeit als vermutlich die attraktivste Schauspielerin der Welt und Hitchcock legt noch eins drauf und filmt sie in teilweise schockierend anmutiger Art und Weise. Natürlich runzelt man als Zuschauer die Stirn und wundert sich in Richtung von Jeffries, so ganz im Sinne von "What the fuck is wrong with you, man?" Aber das war die Art, wie sich Hitchcock amüsierte. Es spiegelt vielleicht auch das Lebensgefühl eines berühmten Regisseurs, nicht in amoröser Weise, aber als den Mann, der Casting vornehmen muss und manchmal den bestaussehendsten Frauen sagen muss, ja, aber ich sehe dich in meinem Film einfach nicht. Und Jimmy Stewart spielt eben den Starfotografen mit dem aufgeblähten Ego, der von dem Zweifel beseelt ist, ob denn ein wunderhübsches Socialite, heute spricht man mehr von Celebrities oder Influencern, denn wirklich die richtige Partie für ihn ist, gemessen daran, dass er sozusagen ein hartgesottener Actionfotograf ist, der in der dritten Welt unterwegs ist und in Katastrophengebieten. Seine Argumente sind intellektuell vollkommen nachvollziehbar, bis man dann auf die Leinwand blickt und Grace Kelly sieht. Und dann denkt man erneut, what the fuck is wrong with you, man? Der berühmte erste Shot von Grace Kelly, sozusagen ihr erster Auftritt in dem Film, ist sichtlich in die Filmgeschichte eingegangen als eines der berühmtesten Close-Ups aller Zeiten. Schulter an Schulter mit Sergio Leones Nahaufnahme von Charles Bronsons Gesicht in Once Upon a Time in the West. Und vielleicht sollten wir auch mal bei den Formalismen bleiben, denn bis jetzt habe ich den Film ja eher in seinem Subtext beschrieben. Doch Cineasten sprechen gerne über die ästhetischen Errungenschaften eines Films. Die Kameraarbeit von Robert Burks ist an dieser Stelle revolutionär und von der ersten Einstellung an extrem richtungsweisend. Und der Film beginnt bereits mit einem hochkomplizierten One-Shot, der die gesamte Dauer des Vorspanns abdeckt und uns nur durch Bildersprache einen Berg aus Informationen über die Ausgangssituation vermittelt. Wir erfahren, wer Jeffries ist, womit er sein Geld verdient und was ihm zuletzt widerfahren ist. Nämlich, dass er ein Autorennen fotografierte und sich bei der ausgebrochenen Karambolage ein Bein gebrochen hat und nun einige Wochen zu Hause in einem Rollstuhl sitzt. Wir erfahren in einer einzigen Einstellung, dass er ein Actionfotograf ist, der aber dank seiner Popularität eine Menge heißer Eisen in der Glamour-Welt hat, was sich später als die konkrete Dichotomie in seinem gegenwärtigen Leben herausstellen wird. Doch wir erfahren in diesem Opening-Shot bereits eine Menge über die Menschen, die ihm gegenüber in den Mietwohnungen leben. Das Ganze hat auch eine befriedigende interne Logik, denn die erste Aufnahme zeigt auch die satten Schweißperlen auf der Stirn des schlafenden Jimmy Stewart und wir erkennen, dass wir uns im Hochsommer befinden, inmitten einer brachialen Hitzewelle. Und das ist ein wichtiges Detail, denn deshalb haben all die Haushalte weit aufgerissene Fenster und offene Vorhänge. Ein Paar schleppt sogar abends immer die Matratze auf den Balkon und schläft draußen. Deshalb können wir uns überhaupt erst in diese Spanner verwandeln und so tief in ihre Haushalte hineinsehen. Diese Geschichte wäre im Winter nicht möglich. Die Idee, einen gesamten Film auf zwei Perspektiven zu reduzieren, den voyeuristischen Blick auf die Hausfassade auf der anderen Seite und den Blick in die Wohnung von Jeffries, ist natürlich der oft besprochene filmhistorische Geniestreich Hitchcocks. Etwas anderes als diese zwei Perspektiven gibt es nicht. Es gibt den Blick aus dem Fenster raus und den Blick in das Fenster rein. Wobei beide Perspektiven sich bedingen, dass der Blick hinaus uns die Handlung zeigt und der Blick hinein zeigt uns die Reaktion. Und das ist letztendlich auch ein zentraler Teil von Hitchcocks berühmter Formel, das Zeigen von Situationen und das Zeigen von Reaktionen. Hier wird es eben auf die stilistische Spitze getrieben und letztendlich zu einem High Concept erklärt. Der Soundtrack ist in zweierlei Hinsicht bedeutsam. Wir müssen uns erneut ins Gedächtnis rufen, dass das hier 1954 ist und dass in dieser Zeit viele der stilistischen Maßnahmen recht bahnbrechend anmuteten. Und viele Menschen, die ins Kino gingen, haben bestimmte Dinge zum ersten Mal in ihrem Leben gesehen.
Und dieser Film hat viel davon. Angefangen mit den fließenden Kamerafahrten, über die charmante Muschispalte von Georgine Darcy, welche sich unter Miss Torsos engen Hotpants abzeichnet, bis hin zu dem ungewöhnlichen Erzählformat durch die Augen eines Mannes, der aus Langeweile voyeuristisch andere Haushalte ausspioniert. Der unmittelbare Soundtrack von Franz Waxman ist einerseits eines der frühesten Beispiele für einen sogenannten Jazz-Soundtrack. Bis dahin waren sämtliche Film-Soundtracks stilistisch sehr reglementiert. Da war eben der klassische orchestrale Score der glanzvollen Ära und so hatte Filmmusik zu klingen. Hier will man aber die Hitze des Sommers, vor allem aber den gesellschaftlichen Schmelztiegel von Greenwich Village festhalten. Doch Waxmans Soundtrack ist sehr spärlich eingesetzt, denn den überwiegenden Teil des Films haben wir es nur mit einem diegetischen Soundtrack zu tun. Das bedeutet, wir hören Musik nur dann, wenn sie in der Handlung vorkommt. Doch das hier ist ein Mietshaus, in dem einige bunte Vögelchen wohnen. Da donnert also unentwegt Musik aus einem der Fenster. Diese Herangehensweise war damals für die Zuschauer etwas recht Neues. Zugleich gibt es der Handlung aber eine realistische Tiefe, die dem stark stilisierten Look gegenübersteht. Das Ergebnis ist extrem verführerisch. Man möchte geradezu in Jeffreys Wohnung leben und jeden Tag auf diese Wand aus Haushalten blicken. In einer weiteren Art und Weise ist dieser Film ebenfalls zukunftsweisend. Die Handlung ist nicht darum bemüht, die Aufteilung in Gut und Böse allzu dick aufzutragen. Um ehrlich zu sein, Jeffreys ist ein mäßig sympathischer Typ. Er hat eine arrogante Art, er ist ein Besserwisser, der sich mehr als nur einmal irrt. Und den entscheidenden Augenblick, als es faktisch um Leben und Tod geht, macht er nicht unbedingt die beste Figur. Es ist Grace Kelly, die sich als die deutlich größere Heldin hervortut. Und es beginnt uns zu dämmern, dass Jeffreys als Fotograf eher waghalsig ist und einfach den Magen dafür hat, entsetzliche Dinge zu fotografieren. In Konfliktsituationen zu brillieren, nun, das tut er offensichtlich nicht. Die dritte im Bunde ist Stella, gespielt von Thelma Ritter, Jeffreys Physiotherapeutin und mobile Krankenschwester. Ihr Herz ist eindeutig am rechten Fleck, aber sie hat keine Scheu, sich geradezu schamlos von dem Voyeurismus ihres Patienten anstecken zu lassen. Und Raymond Burr spielt den offensichtlichen Unhold Lars Torvald, doch Hitchcock macht sich wirklich keine große Mühe, ihn als ein Monster darzustellen. Im Gegenteil, er mag im Verdacht stehen, seine Frau umgebracht zu haben, doch wir merken bald, dass wir einfach nicht genug Hintergrundwissen haben, um ihn eindeutig zu verurteilen. Er macht sicherlich etwas falsch, aber ein typischer Schurke oder Gauner ist er nicht. Es ist mehr ein Spielbrett, das uns hier Hitch präsentiert, und jede Handlungsfigur auf diesem Spielbrett hat ihre eigenen Interessen und Erwartungen ans Leben, und einige dieser Interessen harmonieren eben nicht, wenn sie sich begegnen. Sichtlich ein zentrales Motiv für Hitchcock. Das andere zentrale Motiv hier ist der eigentliche Voyeurismus. Eine Frage, die in der Geschichte Lisa, also Grace Kelly, mit dem Terminus Rear Window Ethics aufwirft. Es ist nicht schwer zu definieren, dass das Ausspionieren des Privatlebens anderer Leute unanständig ist. Doch was ist, wenn es zu einem gerechten Resultat führt? Das ist geradezu ein Fall für die Mäeutik des Sokrates. Und ein heißes Eisen gerade heute, wo wir uns in einer Welt befinden, in der das Ausspionieren aller Menschen als eine begrüßenswerte Sache behandelt wird, während die Betroffenen dazu meistens schweigen. Einerseits, weil sie entweder die Tragweite des Problems intellektuell gar nicht erfassen können, andererseits, weil sie Angst haben, man würde sie als Querdenker und Antisemiten und Verschwörungstheoretiker verunglimpfen, was heute mit derselben Fahrlässigkeit geschieht wie das Runterspülen von Kondomen in Hoteltoiletten. Doch Hitchcocks Ansatz ist keineswegs politisch zu nennen. Ihn interessiert mehr eine zynische Perspektive. Er zeigt uns damit eine sehr menschliche Eigenschaft. Jenseits des Geschehens haben wir keine Mühen, moralische oder ethische Paradigmen heraufzubeschwören. Weil das ein Augenblick ist, der uns nichts kostet und der uns mit keiner echten Versuchung konfrontiert. Als Klickaktivisten auf Instagram sind wir alle da für die gerechte Sache. Wir alle finden das Starren mit einem Feldstecher in das Schlafzimmer einer Frau als extrem verdammenswert. Doch Hitchcock macht uns selbst in diesem Film zu genau diesen Voyeuren, Seite an Seite mit Jimmy Stewart, Grace Kelly und Thelma Ritter. Und es gefällt uns. Wir können gar nicht genug davon kriegen.
Es ist eine gute Erinnerung daran, wie dünn und rissig unsere guten ethischen Vorsätze sein können. Und jeder von uns hat diesen Grad an Heuchelei im eigenen Leben. Solange ich denken kann, habe ich schwerreiche Leute verabscheut, als Krebsgeschwüre der Zivilisation, als Menschen, die immer mehr ihrer Umwelt herausnehmen, als sie zurückgeben, ungeachtet der amerikanoiden Lügen über eine Trickle-Down-Economy und anderem Geschwafel, das man unentwegt der Arbeiterschicht ins Gesicht reibt, damit sie noch ein weiteres Jahr ihre Milliardäre vergöttern. Doch obwohl ich aus dem Stehauf hier diesen antikapitalistischen Rant abliefern könnte und problemlos noch weitere 30 Minuten so weitermachen könnte, bedeutet das im Umkehrschluss, dass ich dagegen immun wäre? Wenn morgen ein Rechtsanwalt von meinem Haus aus dem Auto steigt, mit einem Aktenkoffer voller Unterlagen und mir mitteilt, ein unbekannter Verwandter in der Übersee sei verstorben und hat mir seine Stahlwerke vermacht und ich bin über Nacht ein Multimillionär, was wäre dann? Rear Window gibt uns einen herrlichen, extrem charmanten Freischein, mal klein wenig unanständig zu sein, ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen. Aber es ist auch wichtig, sich ins Gedächtnis zu rufen, was das über uns aussagt. In diesem Sinne unbedingt den Film anschauen, falls noch nie getan. Ich war mit meiner 1080p High-Definition-Version auf Blu-ray sehr zufrieden. Kaufen kann man die übrigens zurzeit für 5 oder 6 Euro. Gleichzeitig bekam ich auch Lust, mir mal wieder To Catch a Thief anzuschauen, den Film, den Hitchcock ein Jahr später präsentierte. Das wird also möglicherweise ein Thema der nächsten Podcast-Folge sein. Film Talk. Let's pick a movie apart and geek out about it. Der dritte Film, über den ich hier sprechen möchte, führt uns noch tiefer in die Geschichte des Kinos, in das Jahr 1934. Es geht dabei um den Film The Thin Man unter der Regie von W.S. Van Dyke, basierend auf dem Roman von Dashiell Hammett. Der Film ist eine leichtherzige, subversive Komödie, gepaart mit einem Kriminalfall und einem Mystery-Thriller. Was den Film sichtlich auffällig macht, ist, dass es einer der berüchtigten Filme der kurzen Pre-Code-Ära des amerikanischen Films ist. Dies war eine kurze Periode, die 1927 begann und in genau diesem Jahr 1934 endete. The Thin Man war einer der letzten Pre-Code-Filme. Die Amerikaner hatten schon immer mit dem Dilemma zu kämpfen, dass sie auf der einen Seite alle und jeden ins Kino verführen wollen, doch auf der anderen Seite letztendlich eine Gesellschaft auf den Schultern von Puritanern und verbotssüchtigen autoritären Führerfiguren sind. So unterwarf sich die Industrie letztendlich einem Sittlichkeitscode und hielt diesen emsig ein, was dazu führte, dass die Filme nach 1934 schlagartig sehr milde und züchtig wurden. Alles galt plötzlich als verfänglich und das Kino sollte ein anständiger Spaß für die ganze christliche Familie werden. Den Filmen sieht man es aber auch an. Die Filmindustrie verteidigte diese Maßnahmen stets mit der Erklärung, dass die Regierung letztendlich bereit war, in die Sache einzusteigen und auf föderaler Ebene die Zensur von Filmen zu übernehmen. Da erschien die Selbstregulierung als die bessere Lösung. Hier in Deutschland ist das nicht ganz unbekannt, zumindest in gewissen Aspekten der FSK, der freiwilligen Selbstkontrolle. Wie auch immer, es gibt eben diese glorreiche Aufbruchszeit der späten 20er und frühen 30er, in der Hollywood-Filme plötzlich eine besondere Freiheit und Freizügigkeit an den Tag legten. Und damit ist nicht nur nackte Haut gemeint, sondern vielmehr das Erscheinen von Themen, die bis dahin auf einer Leinwand undenkbar waren, wie zum Beispiel die Liebesbeziehung zwischen Menschen unterschiedlicher Hautfarben oder Abtreibung oder Homosexualität oder der Konsum von Alkohol und Rauschmitteln. Vulgäre Ausdrücke schlichen sich in Filme ein. Fremdgehen verheirateter Menschen, Prostitution, Straßengewalt. Natürlich in einer Art und Weise, die heute den meisten kaum auffallen würde, aber damals war das ein großes Thema und brachte eine Menge christlicher Bürger auf die Straße, die gegen solchen Filmschmutz demonstrierten. Und für einen Film dieser Ära ist The Thin Man ein gutes Beispiel. Und in gewisser Weise müssen wir uns die Frage stellen, ob das Pendel heute nicht wieder in die Gegenrichtung schlägt und ob dem heutigen Publikum The Thin Man nicht erneut kontrovers erscheinen mag. Und wie sehr würde das in das heutige Zeitalter der beleidigten Leberwurst passen, wenn ein Film aus dem Jahr 1934 Menschen aufregen würde. Vielleicht hilft da mal eine Triggerwarnung auf den Streaming-Plattformen.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht das neureiche Ehepaar Nick und Nora Charles, glanzvoll dargestellt von William Powell und Myrna Loy. Er ist ein ehemaliger Star-Ermittler der Polizei von San Francisco und sie ist eine betuchte und etwas dekadente Erbin. Und obwohl ihr Interesse eigentlich nur dem Veranstalten von Schickimicki-Partys gilt, werden sie, dank Nicks kriminalistischem Ruf, in die Aufklärung eines Verbrechens hineingezogen. Der energetische Film fällt durch die frechen, staccato-artigen Dialoge auf. Es ist einer dieser sprachlastigen Filme, vollgepackt mit kessen Sprüchen. Gleichzeitig ist es ein faszinierender Film, der sich de facto in einem einzigen Rauschzustand abspielt und dem Streifen damit eine herrliche Dynamik verleiht. Produziert nur Augenblicke nach der Aufhebung der amerikanischen Alkoholprohibition, tänzeln und wanken Nora und Nick sturzbetrunken durch die Handlung und lösen dabei gleichzeitig einen Kriminalfall. Heute, im Zeitalter ewiger Betroffenheit, mutet der Film plötzlich wieder provokant und politisch unkorrekt an. Doch das sagt vermutlich mehr über uns aus als über den Film. Der radikale Antimonetarist in mir möchte so eine Geschichte gar nicht erst sehen. Sind doch Nick und Nora bourgeoise Parvenus, die nur in den Tag leben und ihr Geld verprassen. Doch sie tun es mit einem entwaffnenden Charme, der meinen inneren Marx sichtlich außer Gefecht setzt. William Powell und Myrna Loy sind damit möglicherweise mein Lieblingsehepaar der Leinwandgeschichte. Während die Ehe im Film selten gut davonkommt und zumeist ein Motiv bietet, um Reibung und Konflikt zu zeigen, ist dies hier in all seiner koketten Verklärung ein verführerisches Gegenbeispiel. Es gibt diese eine Szene in dem Film, die perfekt beschreibt, was ich meine. Der Film beginnt mit einer typischen Party, die Nick und Nora austragen. Die beiden Socialites sind zu Besuch in New York und haben dort im Hotel Normandie die größte Suite gemietet, um die Party auszutragen. Es sind viele Leute da, Musik und Alkohol, alle sind besoffen, einige sind geradezu lächerlich in ihrem Benehmen, somit nichts Neues unter der Sonne. Doch dann taucht dort Dorothy auf, übrigens gespielt von Maureen O'Sullivan. Die Tochter eines früheren Auftraggebers von Nick, aus seiner Zeit als Privatermittler. Sie ist am Boden zerstört, den Tränen nahe. Nick nimmt sie in eines der Nebenräume und hört sie an. Es geht um ihren Vater und ein Verbrechen. Das spielt an dieser Stelle keine Rolle. Nick nimmt sie tröstend in seine Arme und hält sie eine Weile fest. Und natürlich geht 15 Sekunden später die Tür auf und Nicks Frau Nora kommt rein. Die Sache hat keine gute Optik. Und in tausend anderen Filmen hätte man nun eine Geschichte des Verdachts und der Eifersucht daraus gemacht. Und der Ehemann würde sich irgendwie unbeholfen erklären, dass die Dinge nicht das sind, wonach sie aussehen. Wir haben es 100-mal gesehen. Und kaum ein Drehbuchautor oder Regisseur kann da widerstehen, es genauso darzustellen. Kommunikationsprobleme ist eines der zentralen Themen der Filmdramaturgie. Doch nicht hier. Nora öffnet die Tür und sieht Nick eine Frau umarmen. Nick dreht seinen Kopf und blickt ihr in die Augen, ohne Dorothy loszulassen. Er macht eine spöttische Grimasse, woraufhin Nora im Gegenzug auch eine spöttische Grimasse macht. Das könnte man als höhere Form von Kommunikation bezeichnen, extrem effektiv. Als nächstes fragt Nora dann, ob die Dame denn vielleicht einen Drink braucht. Und deshalb sind Nick und Nora vielleicht das beste Ehepaar der Leinwandgeschichte. Es ist halt so, dass die meisten Filmemacher den Begriff Ehe erstmal als einen günstigen und sich anbietenden Anlass nehmen, um Probleme zu beschreiben. Das liegt in der Natur der Sache, von Ingmar Bergman bis hin zu James Camerons True Lies, ein Film, der übrigens ein paar Anleihen bei The Thin Man nimmt, glaube ich. Doch das macht The Thin Man so erfrischend. Diese beiden heiteren Säufer haben einfach keine Eheprobleme. Sie haben sich de facto gefunden. Sie haben vermutlich Alkoholprobleme, aber das ist ein anderes Thema. Myrna Loy hat in diesem Film eine großartige Leinwandpräsenz. Sie war eben nie die typische Hollywood-Schönheit im Stil von Greta Garbo, aber dafür hat sie diese besondere, mysteriöse Art. Und ja, ich sollte natürlich den Terrier Asta erwähnen, der aus diesem Film auch nicht wegzudenken ist und sich gekonnt den Weg durch die alkoholisierten Menschenmassen bahnt. Auch kommt man schwer an der Feststellung vorbei, dass die TV-Serie Hart aber herzlich ihr Sujet vollständig von The Thin Man übernommen hat. Nun ist es so, dass dieser Film vor allem als der Erstling einer Filmserie rezipiert wird. Da gibt es noch mindestens 4 weitere Filme als Fortsetzung. Und ich habe grundsätzlich nichts gegen Fortsetzungen und auch nicht gegen diese Fortsetzungen.
Aber die wurden dann alle in der Hays-Code-Ära gedreht und das merkt man ihnen an. Das zog ihnen sichtlich den Stachel und machte sie mild und extrem familienorientiert. Plötzlich ging es mehr um den Nachwuchs und getrunken wurde kaum noch. Da drängt sich auch ein wenig der Vergleich der gesamten Filmserie mit The Big Bang Theory an. Diese TV-Serie begann auch sehr freiheitlich und leicht subversiv mit all den Makeln und kontroversen Gedanken, die dazugehören. Aber am Ende ist alles gediegen, konservativ und endet in altmodischen Mustern. Frauen mit dicken, schwangeren Bäuchen und Männer, die eine etwas schwache Figur machen, wenn sie versuchen, die großen Momente der jungen Jahre wiederzubeleben. Somit war das hier zum Abschluss ein kleiner Exkurs in die Welt von The Thin Man, einer Filmserie, deren Erstling zu meinen Lieblingsfilmen gehört, während ich die Fortsetzungen zwar teilweise amüsant finde, sie jedoch für deutlich schlechter halte. Eben Filme, die von der moralischen Selbstzensur betroffen sind und letztendlich zur Selbstkastration neigen. Ich hoffe, dir hat diese filmlastige Episode gefallen. Wie immer werde ich keine Aufrufe machen, um meinen Podcast zu liken oder zu kommentieren oder zu verbreiten, weil mir das am Arsch vorbeigeht. Ich mag dich, den geheimnisvollen Zuhörer oder die geheimnisvolle Zuhörerin. Ich kann mit 1000 weiteren dieser Art nichts anfangen. Das ist dann nicht geheimnisvoll, sondern lästig. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. The Thief in the Temple. Escapism in the pre-apocalyptic era.